Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Heute gibt es mal kein wirkliches Motiv für die Illustration, denn heute wird es abstrakt. Wir malen wieder mit Aquarellfarben. Ich suche meine Farben nach meiner Stimmung aus und das sind natürlich meine Lieblingsfarben, nämlich preußisch-blau und ein dunkelrot, von dem ich leider nicht mehr den Namen der Farbe kenne. Ich beginne damit, einfach wild über das Papier verschiedene Farben zu verteilen. Kreisförmig, fleckig oder auch etwas eckiger. Ich habe viel Wasser und nur wenig Farbe genommen und lasse die Farbe einfach schön laufen und lasse das Aquarell seine Arbeit tun. Ich warte, bis die Farbe etwas angetrocknet ist. Mit der nächsten Schicht lasse ich noch ein bisschen Farbe auf das Papier tropfen und es ergeben sich wunderschöne Effekte. Dann male ich Punkte, Striche, Flecken. An der Seite male ich ein paar Rechtecke in verschiedenen Farbtönen und so weiter. Alles, was mir gerade einfällt. Dann lasse ich wieder alles trocknen. Wie immer werde ich alle Materialien, die ich benutze, in der Infobox verlinken. Und wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen, oder schreibt mir was in die Kommentare. Darüber würde ich mich total freuen. Jetzt beginne ich damit, das Bild noch ein wenig zu dekorieren. Ich male ein paar Blätter hier und da. Dann male ich noch ein paar kreisförmige Muster. Ein Halbkreis mit mehreren Linien, könnte auch ein Regenbogen sein. Anschließend tausche ich die Aquarellfarbe mit einem schwarzen Buntstift aus und fange an, weitere Linien und Muster zu malen, so wie es mir gerade in den Sinn kommt, ohne viel darüber nachzudenken. Nach und nach gefällt mir das Ganze schon ziemlich gut. Aber neben den dunklen Linien will ich auch noch ein paar helle Linien in das Bild einarbeiten. Ich besitze mehrere weiße Stifte, Gelroller, Marker und so weiter und teste sie alle aus. Allerdings bekomme ich mit keinem der Stifte ein zufriedenstellendes Ergebnis. Denn leider ergibt sich nur wenig Effekt, das heißt, man kann das Weiß eigentlich gar nicht sehen. Daher kehre ich zu der guten alten Tinte zurück. Mit einem Pinsel trage ich die Farbe überall auf. Leider kann ich die Tinte jedoch so nicht als dünne Linie aufmalen. Und jetzt wende ich mich mal an euch. Habt ihr vielleicht einen Tipp für einen weißen Gelroller, der gut funktioniert? Ich finde es wirklich super schwierig, einen guten weißen Stift zu finden. Aber ich habe ja jetzt erstmal wieder meine Tinte. Damit male ich ebenfalls Punkte, Schraffuren und Striche und hebe die dunkle Farbe durch den Kontrast noch ein bisschen weiter hervor.
Natürlich muss nicht alles nach Reihenfolge sein, sondern man kann auch hin und her wechseln. Dementsprechend nehme ich wieder den schwarzen Stift zur Hand und füge noch ein paar weitere Schraffuren hinzu, weil mir da irgendwie noch was im Bild gefehlt hat. Je mehr Muster ich male, desto besser gefällt mir auch die Illustration und die Gesamtkomposition. Dann gebe ich mit dem Aquarell noch ein paar Spritzer auf das Bild, was das Ganze noch ein bisschen mehr aufpeppt. Schlussendlich ziehe ich noch das Krepppapier von dem Aquarellpapier ab, mit dem ich dieses auf den Tisch geklebt habe. Nun habe ich noch einen wunderschönen weißen Rand um das Bild. Fertig. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video.